Ciao. Ich bin total fertig. So ein ganzer Tag shoppen, das ist echt hart. Ich will nur noch ins Hotelzimmer. Manche Leute sagen, ich sei eine Diva. Der Begriff Luxus-Babe ist mir lieber. Sie behaupten auch, ich hätte Allüren. Dabei öffne ich dem Roomservice die Türen. Mein Hotelzimmer darf halt nicht zu klein sein. Ich brauch unbedingt den Blick auf die Skyline. Designer-Handtasche, natürlich handbemalt. Hat der Bettbezug die richtige Fadenzahl? Zum Entspannen kraul ich meine Leoparden und geh mit ihr in der Champagnerwanne baden. Wenn's ums Essen geht, bin ich ganz bescheiden. Aber manche Dinge würde ich gern vermeiden. Zum Beispiel Himbeeren sind mir viel zu haarig. Kernige Trauben, das geht ja wohl gar nicht. Nudeln ohne Trüffel, also wirklich, come on! Hä? Warum serviert ihr mir ein Tampon? Periodenprodukte gelten in Deutschland nicht als Grundbedarf und werden mit 19% besteuert. Umgangssprachlich wird dies auch als Luxussteuer bezeichnet. Tassenbinden, Tampons, das ist doch kein Luxus. Warum geht dann meine Kohle an den Fiskus? Tassenbinden, Tampons, das ist doch kein Luxus. Wie bescheuert, ihr besteuert meinen Zyklus. Tassenbinden, Tampons, das ist doch kein Luxus. Warum geht dann meine Kohle an den Fiskus? Tassenbinden, Tampons, das ist doch kein Luxus. Wie bescheuert, ihr besteuert meinen Zyklus. Tassenbinden, Tampons.